Den Fluch, der mich durchs Leben trieb, begann ich, da er bei mir blieb, wie einen treuen Freund zu lieben. Diese sehr dramatischen Zeilen, meine sehr verehrten Zuseher, stammen von der Schriftstellerin Else Lasker-Schüler, jener Frau, von der ihr Dichterkollege Gottfried Benn in einem Gedenksatz einmal sagte, sie sei die größte Lyrikerin gewesen, die Deutschland je hatte. Und sie sei, wie er schrieb, fantastisch sich selbst verschworen gewesen. Und sie war nicht nur Lyrikerin, sie war auch eine begnadete Zeichnerin. Anders als viele ihrer Kollegen wirkte sie nicht nur in der Abgeschiedenheit einer Schreibstube oder eines Ateliers, sie suchte sich Bühnen. Wenn man so will, war sie eine Vorreiterin der Kunst der Performance. Stets auffällig, für manche befremdlich, denn schließlich war sie ja eine Frau. Geboren wurde die Künstlerin 1869 in Elberfeld als Tochter eines jüdischen Privatbankiers und einer Mutter, von deren hoher musischer Begabung Else Lasker-Schüler ihr Leben lang schwärmte. Elberfeld, Wuppertal, die Namen stehen für Fabrikantenfleiß, für schwärmerische Frömmigkeit in den verschiedensten Glaubensrichtungen und für soziale Verhältnisse, wie sie der berühmte Sohn der Stadt, Friedrich Engels, beschrieben hat. Auch Else Lasker-Schüler hat dieser Gegend im Bergischen Land ein Porträt geschenkt, ein Theaterstück mit dem Titel »Die Wupper«, ein wunderliches, sehr, sehr schwer zu inszenierendes Drama, das sowohl im Arbeiter- wie im industriellen Milieu spielt. Es treten aber auch Gestalten auf, die völlig quer zu der sozialen Problematik liegen. Landstreicher, Spökenkieker, Schwärmer. Ein wenig geht es zu wie bei Arthur Schnitzler, an dessen Arbeiten auch die vielfältigen, meist unheilvollen sexuellen Bezüge erinnern. Das Stück in 5 Akten entstand 1909 und soll, das gebe ich hier mit aller Vorsicht wieder, in nur einer Nacht zu Papier gebracht worden sein. Die Autorin Else Lasker-Schüler lebte damals längst in Berlin. 1894, da war sie 25, hatte sie dort geheiratet. Aber die Ehe mit dem Arzt Dr. Jonathan Lasker war kein großer Erfolg. 1903 wurde sie geschieden. Berlin, meine Damen und Herren, war um diese Zeit, die Zeit der Wende zum 20. Jahrhundert, die Brutstätte des künstlerischen Expressionismus. Eine der zentralen Figuren dieser Bewegung hieß mit bürgerlichem Namen Georg Levin. Levin hatte sich einen Namen als Dichter, als Komponist, als Galerist, als Verleger, also als Künstler wie auch als Anreger anderer Künstler gemacht. Else Lasker-Schüler verliebte sich in den um knapp 10 Jahre jüngeren Mann, gab ihm einen neuen Namen, den er hinfort trug, nämlich Herwart Walden, und heiratete ihn. Dieser Ehe war im bürgerlichen Verständnis nicht viel Glück beschieden. Doch das bedeutete in jenen Kreisen wenig. Die Gemeinschaft der Seelen und naturgemäß auch der Körper sollten Bindungen unterliegen, deren unwichtigster Aspekt in ihrer möglichen juristischen Fassung lag. Else Lasker-Schüler war eine der ganz wenig weiblichen Treib- und Triebkräfte-Gestalterinnen jener Bewegung, die damalige Welt der Malerei und der Dichtkunst erschütterte. Für ihre eigenen Werke, jedenfalls für fast alle ihre Gedichte und Essays, wählte Else Lasker-Schüler eine Ausdrucksform der ganz direkten Ansprache. Der Leser, die Leserin, wurde unmittelbar in ein persönliches Gespräch, in ein Anrufen gesogen. Das Wort Schwärmen hatte für diese Dichterin nie eine negative Bedeutung. Möwenatem hab ich und liebe viele Menschen, schrieb sie einmal über sich. Die Gattung der literarischen Liebeserklärung erhielt durch sie eine ganz neue Deutung. Und den meisten, die sie liebte, gab sie einen oder mehrere neue Namen. Der so wortmächtige wie wortkritische Karl Kraus zum Beispiel wurde von ihr mal als Dalai Lama, mal als Kardinal vereinnahmt. Der Dichter Georg Trakl war ihr Ritter aus Gold.
Waren das alles, auch in einem, sagen wir, physischen Sinne, Liebhaber der Else Lasker Schüler gewesen? Eine wirklich überflüssige Frage. Klar, manche ja, manche nicht. Denn diese Dichterin lebte ihre Leidenschaften, ihre, wenn Sie so wollen, verehrte zu sehr, ihre Projektionen in Versen und in Briefen aus. Und sie fand für die schwärmerischen Erklärungen schwindelerregende Wort- und ganze Sprachbilder, die nicht nur die jeweils Angesprochenen, sondern die Publikum und Kritik immer stärker in ihren Bann zogen. Schauen wir zum Beispiel auf die ersten zwei Zeilen eines Gedichtes. Es trägt den Titel »Der alte Tibet-Teppich« und ist dem großen Karl Kraus zu dessen 60. Geburtstag gewidmet. Karl Kraus, Sie erinnern sich, ist für die Else Lasker Schüler eben auch der Dalai Lama, der Allwissende. Also schreibt sie, »Deine Seele, die die meine liebet, ist mit ihr verwirkt wie Teppich Tibet.« Sie können, verehrte Zuseher, Ihre Reimlexika durchblättern, bis der Daumen erlahmt. Eine Konstellation, in der sich Libet auf Tibet reimt, die suchen Sie bei aller Mühe vergebens. Ich habe gerade vom literarischen Erfolg der Else Lasker Schüler auch bei einem bücherkaufenden Publikum geredet. Es war ein Erfolg, der sich auf wenig länger als auf anderthalb, allenfalls zwei Jahrzehnte bezieht. Die Zeit, als der Gedichtband Styx erschien. Das war 1902 und enthielt jenes Gedicht, aus dem ich ganz zu Anfang zitiert habe. Den Fluch begann ich wie einen Freund zu lieben. Sie erinnern sich. Und das währte bis zu der Auswahl Theben, die 1920 veröffentlicht wurde und auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Könnte man von diesem künstlerischen Erfolg auch leben? Vielleicht schon. Jedenfalls, wenn man das gepflegt hätte, was ein ausdrucksstarker Prophet jener Jahre die methodische Lebensführung genannt hatte. Das allerdings war ganz und gar nicht die Sache der Else Lasker Schüler. Empört schrieb sie einmal an ihren Verleger, wollen Sie mir einen Gefallen tun? Geld, 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 Geld. Die Zahl ihrer Verehrer, wir haben darauf hingewiesen, verehrte Zuseher, war beachtlich und voller klingender Namen. Allerdings zog sie nicht alle, auch nicht alle von ihr Angeschwärmten, in ihren Bann. Das bekannteste Beispiel für einen Dichter, der sie unausstehlich fand, war Franz Kafka, der Widerwillen, ob, wie er schrieb, ihrer Künstlichkeit empfand. In einem Brief an seine Verlobte, an Felice Bauer, klagte er zudem darüber, dass er bei einer Veranstaltung, an deren Ende für die Dichterin gesammelt wurde, 5 Kronen hergeben musste, ohne das geringste Mitgefühl für sie zu empfinden. Dabei erwecke sie in ihm immer nur die Vorstellung einer Säuferin, die sich in der Nacht durch die Kaffeehäuser schleppt. Nicht zu den Verehrern der Else Lasker Schüler zählte auch der Dichter Rainer Maria Rilke. Doch hier liegen die Gründe wohl etwas vielschichtiger. Bei ihrer ersten Bekanntschaft nämlich, die trug sich ganz zu Anfang des 20. Jahrhunderts zu, hatte Rilke noch sehr zustimmend auf die Gedichte reagiert, die in dem Band Styx zusammengefasst worden waren. Im Laufe der Jahre entdeckte dann Else Lasker Schüler aber immer deutlicher auch die jüdischen Wurzeln ihrer Fantasie und ihrer Inspiration. Und wenn wir gleich über ihr Werk mit dem Titel Theben reden, kommen wir noch deutlicher darauf zu sprechen. Wichtig ist im Zusammenhang mit Rilke wohl, dass die Dichterin Themen und auch Ausdrucksformen verwendete, die der Dichter für sich reklamierte. Als daher Lasker Schülers hebräische Balladen erschienen im Sommer 1913, vernahm Rilke nicht die Stimme einer geistes- und seelenverwandten Kollegin, er nahm vielmehr eine Konkurrentin wahr, eine lästige Konkurrentin, von deren Stimme er in einer Wortwahl, die wir sonst nicht von ihm kennen, schrieb, sie bellt einfach. Nun gibt es philologisch oder historisch jüdisch nachvollziehbare Element gerade in den hebräischen Balladen für so anfechtbar wie schon die Bezeichnung
Ballade für diese Verse. Mit dem, meine Damen und Herren, was Sie in Ihrer Schulzeit auswendig lernen mussten, haben diese Verse schon formal wenig zu tun. Und mit dem Alten Testament verbinden sie wenig mehr als die Anrufung biblischer Namen, wie dem des Abel oder dem der Sulamit. Aber Rilke ging es ja nicht um philologische oder judaistische Korrektheit. Er hatte sehr schnell begriffen, dass in den jüdischen, auch den arabischen Mythen ein Schatz lag, den für die Lyrik der Zeit noch wenige erkannt hatten. Und teilen war nicht so sehr Rilkes Sache. Das Judentum, die Hoffnung auf ein gelobtes Land, wurde in den Zeiten des aufmarschierenden deutschen Nationalsozialismus nicht nur für Else Lasker-Schüler zu einer existenziellen Fragestellung. Die Dichterin, das klingt jetzt ein wenig paradox, war zumindest existenziell eine Glückliche des Schicksals, weil sie eben nie jene methodische Lebensführung betrieben hatte, zu der eben auch Verwurzelung gehört. Nach Palästina zu reisen, war für sie keine Selbstverständlichkeit, aber es war auch nicht der große Entschluss, der langes Bedenken und Zaudern voraussetzt. Israel, Palästina, die staatsrechtlichen, die religionsgeschichtlichen Begriffe spielten eine völlig nebensächliche Rolle in ihrem Leben. Sie nannte die Region ganz einfach Theben. Und da die Beziehungen zwischen dem alten Theben und den Kindern der Stämme Israels einer genaueren Klärung noch entgegensahen, war Theben, war ihr Hebräerland für Else Lasker-Schüler der ideale Name für eine Projektion. Daher nannte sie auch ein Werk, das 10 ihrer Gedichte mit entsprechenden Illustrationen aus ihrer Feder vervollständigte, schlicht Theben. Das Buch kam 1923, man so sagt, auf den Markt, signiert, handkoloriert, nummeriert, ein Hilferuf an vermögende Liebhaber ihrer Kunst, ein vergeblicher Hilferuf, wie sich später herausstellen sollte. Der Held des Buches heißt übrigens Yusuf von Theben. Es handelt sich um niemanden anderen als die Autorin selber. Sie, die anderen so gerne einen neuen Namen gab, machte dabei auch für die eigene Person keine Ausnahme. Gestorben ist Else Lasker-Schüler ganz zu Anfang des Jahres 1945 in ihrem Hebräerland, in Jerusalem. Materiell ging es ihr bemitleidenswert schlecht. Dort, wo sie jetzt lebte, plagten die Menschen andere Sorgen als ein Einstieg in das Reich der Fantasie und der Träume. Es liegen uns ein paar Berichte vor von Menschen, die sie damals getroffen haben. Sie schildern eine alte Frau, Mythen umrankt sicherlich, doch eher ein wenig peinlich, wofür man damals in aller Unschuld das Wort zigeunerhaft benutzte. Anders gesagt, sie war sich treu geblieben. Auf Kafka hatte sie ja ähnlich gewirkt, schon damals in ihren selbstgeschneiderten Kleidern, den Hosen und den grellen Hüten. So hat sie sich offenbar also doch jene 3 Zeilen bis ans Ende zu Herzen genommen, die wir zu Anfang dieser Sendung gehört haben. Den Fluch, der mich durchs Leben trieb, begann ich, da er bei mir blieb, wie einen treuen Freund zu lieben. Treu war ihr der Freund bis zum Ende.